Hi, und willkommen zu meinem Video. Ja, es ist jetzt sogar schon September und das Zimmer ist immer noch nicht ganz fertig, aber ich kann Updates geben. Nicht immer gute, aber ich kann Updates geben. Also, vor kurzem war ja der Maler da und die Malarbeiten sind fertig und ich bin ultra happy mit der Farbe und mit wie es aussieht. Das ist wirklich wunderschön geworden. Und ja, wir haben ein kleines Problem dennoch. Ja, auf jeden Fall, darum soll es heute gehen. Wir haben die Malarbeiten machen lassen und also das Zimmer ist jetzt wirklich optisch wunderbar. Wir haben so eine Stufe. Ich werde euch das nach einem anderen extra gesonderten Video dann mal alles zeigen noch. Und ja. Im Moment fehlt die Verkleidung vom Rollladen noch. Das ist so ein Plastikding, damit man den Übergang nicht so sieht. Das fehlt jetzt gerade, aber das kommt auch ganz bald. Vorhänge fehlen halt noch, ein Teppich und natürlich die Möbel. Aber wir haben jetzt zumindest, ist es gestrichen und wir haben jetzt tatsächlich Strom im Zimmer. Ah, genau, da haben wir jetzt auch ein Problem. Also insgesamt habe ich eine Dreifachsteckdose plus Fernseherdose, eine einfache mit einem Lichtschalter und dann noch eine doppelte. Jetzt ist es so, dass der Maler die Steckdosen markiert hat, damit der Elektriker sie dann findet. Und dann haben wir die auch gesucht und dann haben wir auch fast alle gefunden. Nur die Doppelsteckdose ist verschwunden. Wir befürchten jetzt, die ist unter der Isolierung, weil es ist nicht mal so, dass man irgendwie, wenn man dagegen klopft, was hören würde oder irgendwie so, sondern es ist schlicht und ergreifend, sie ist gerade erstmal verschwunden. Jetzt müssen wir dem Maler Bescheid geben, ob er bitte die Steckdose also suchen würde und öffnen würde. Was aber nochmal heißen kann, dass man nochmal 1 Quadratmeter Isolierung dann doch nochmal, also dass man eine Bahn von der Isolierung nochmal neu machen müsste. Also im schlimmsten Fall. Bestenfalls ist es einfach nur ein bisschen verschüttet und man findet es auf Anhieb und dann wird geschnitten und man hat es dann sofort, dann wäre das wäre natürlich der beste Fall und dann können wir dann direkt weitermachen. Ja, aber auf jeden Fall müssen wir da wohl oder übel jetzt noch mal dran. Oh. Ich sag euch, das sind diese kleinen Dinge, an die man nie denken würde, weil man es halt noch nie davor gemacht hat. Und das sind dann so Sachen, wo man dann im Nachhinein sich immer denkt, ich hab einen Knoten gebildet. Und das Ding ist, wenn man dann nachträglich nachdenkt, wir waren ja die ganze Zeit da, dann sind so Sachen, wo man dann vorher sagen hätte können, da ist noch eine Steckdose oder irgendwas und dann hinterher ist man immer klüger. Das ist so dieses, das ist tatsächlich, der Spruch stimmt wirklich, selbst bei sowas. Und entschuldigt, ich muss kurz meine Locke hier, weil es tut echt weh, da habe ich auch einen Knoten gebildet. Ja, auf jeden Fall, jetzt müssen wir halt jetzt haben wir einem seiner Mitarbeiter haben wir Bescheid gegeben und der wird jetzt dann hoffentlich dem Maler Bescheid geben und dann werden wir hoffentlich Ende der Woche die Steckdose dann legen können und vielleicht auch schon Ende der Woche die Steckdose dann gelegt haben. Es wäre schön. Es wäre wirklich schön, weil langsam, boah, langsam bin ich am Punkt, wo ich echt fertig bin. Ja, was noch? Ja, der Schreiner war da. Zweimal. Ich hatte euch, wie gesagt, auch das noch ein extra Video, werde ich euch dann erzählen, so das und alles. Und wie da die Sache ist. Ah, nee, den ersten Termin habt ihr ja schon mitbekommen, also kann ich euch einfach den zweiten. Nee, doch, wir hatten jetzt nochmal zwei. Also gut. Ja.
Entschuldigt, ich bin auch ein bisschen. Ja. Und ja, wir haben endlich Licht im Zimmer. Das ist jetzt schon mal das erste Positive. Wir haben Licht. Und es ist ja nicht nur irgendein Licht, es ist ein Licht, das Musik abspielt. Und ja, ich bin begeistert. Hat auch einen guten Klang und ist echt. Also diesbezüglich echt toll. Es sieht aus wie eine Dusche ein bisschen, aber es stört mich nicht groß, weil man guckt ja auch nicht ständig so oh, an die Decke. Und einen hängenden Dinger hätte ich nicht machen können, weil ich da schlicht und ergreifend nicht den Platz gehabt hätte mit dem Regal. Von daher ist es, dass es jetzt so etwas Höheres und leicht Rundes ist, doch schon auch sehr positiv zu beachten oder betrachten. Ja, gut. Das war jetzt mal mein Schnellupdate zum Zimmer. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob es bei euch auch schon irgendwie so bauarbeitenmäßig komische Geschichten gab. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.regenmeldoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.